Herzlich willkommen zurück, Leute, zur neuen Runde Super Mario Maker 2. Heute machen wir mal wieder in der Burg weiter und gucken mal, welche Rätsel auf uns warten, die wir nicht lösen können. Und wenn wir gut durchkommen, mache ich auch noch einen Custom-Level am Ende. Ich hoffe, der letzte Part hat euch gefallen. Ich muss die letzten drei Parts leider am Stück aufnehmen, wegen ESL und so. Und, boah, der letzte Part hat Spaß gemacht. Oh, was haben wir denn hier Feines? Neue Designs. Es geht ja darum, Coins zu beschaffen. Also. Sollte ich ja einfach mal abcoinen. Wie kriege ich eine Kanone dahin, dass die das anschießt? Oh, wie hätte ich die Steine wegmachen können? Oder komme ich in das Level nochmal? Ja, manche, also die Kanonen machen die natürlich weg, aber ja auch nicht. Aber die waren ja da gar nicht. Lol. Dieser Dive Jump, der bringt mich natürlich schon. Okay, ist keine Wand. Okay, Katze, klar. Okay, wir haben nicht die guten Coins geholt. Ich habe das Level nur geschafft. Miau, das ist genau. Baba, tick, 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 dumm. Achso, Moment, wir haben was fertig gebaut. Wir können mal gucken, was weiter gebastelt wird. Der Ostflügel ist auch fast fertig. Ich glaube, ich mache den Ostflügel noch ganz fertig und dann bauen wir wieder alles gleichzeitig. Wild Whipping, ja? Wildes Gewippe. Du vom Sportlehrer. Oh, Wild Whipping, ich verstehe. Der Pilz whippt auch. Das heißt auch, dass du ein Whipping machst. Oh lol, der hat sich einfach erholt, der Banaus. Der Pilz macht auch Wild Whipping. Dann brauche ich dich nicht. Okay, die wippen nicht, also die schubsen dich nicht runter, es sei denn, du willst das. Geil. Oh, das wird hart, oder? Ha, geschafft. Der whippt richtig wild. Das war's. Oh nein. Oh, der hat nicht genug. Ich muss den stoppen und nochmal kicken. Geht das instant? Ja, okay. Stoppen, kicken, stoppen. Das ist nur für Hardcore-Pros. Ist auf jeden Fall schwerer als ich. Das sind die 10er-Coin, ja. Ach, jetzt macht er kaputt, oder was? Egal, nehme ich. Hoppala. Jawohl, endlich wieder gerobbt. Der Turtle muss auf jeden Fall da drauf. Ja, warum denn nicht? Moment. Ja. Deswegen wahrscheinlich der Doppelfeil.
Ja. Oh. Juhu. Ich kann mir vorstellen, wo die 30er Coin war. Hätte ich die Piranha-Pflanzen nicht nach oben schicken dürfen. Meine Prädiktion. So, die Flügel sind jetzt fertig. Nice. Weiter. Immer heute, immer weiter. So lange nicht mehr gesehen, ja, weil ich halt den ganzen Stuff hier für euch baue. Hauptgebäude, da waren noch einige Coins. Ja, bin auf dem Weg. Wir coinen weiter ab. Oben ist unten. Dann wollen wir doch mal schauen, wo oben und unten ist. Vom fiesen Maulwurf, na klar. Kann ich da rein? Ja, muss ich, ja. Upside down, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Hopp, hopp, hopp. Im Sauseschritt, das ist gar nicht so einfach. Oh, da wurde ich mich veräppeln lassen. Zäge, zäge, zäge. Fast zu weit. Auch geil mit der Musik. Rechts und links. Okay, jetzt vorsichtig. Das heißt, hier wechsle ich es wieder. So, das wollten wir ja. Ba, 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 ba. Wechseln wir wieder? Nee. So, wird gecached. Gebaitet. Hier ist wieder ein Upside Downer. Oh! Oh nein. Oh nein, kein extra Leben. Ah, ich bin überfordert von der Steuerung! Ah! Es ist nicht so schwer, es ist nur. Boah, es ist super warm. Ja, keine Ausrede. Nein, Luigi. Das Ding soll mir nur zeigen, dass die Dinger von der Decke fallen. Heute ist übrigens der Sonntag, der letzte. Der Tag, wo 540 Grad warm war. Und weil man da richtig gut Mairo spielen kann. So. Das gefällt mir schon besser. Ich wusste ja, was er tut. Aber das hat sich danach direkt Beybladet. Aha. In welche Richtung muss ich wohl drücken, um durch eine Tür zu gehen? Erstmal in gar keine. Ich glaube, ich lasse die Tür da, wo sie ist. Da wird die 13er, 10er Coin sein.
Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich nach unten oder nach oben drücken muss. Okay, komm, wir machen das Level jetzt. Ist ja schon wieder peinlich für euch zum Zuschauen. Puh. Ach. Und wie immer in die falsche Richtung. Oh. Das ist jetzt schon schlecht. Nach oben. Das heißt auch bei der Tür wahrscheinlich nach oben drücken. Was ist das hier rechts gewesen? Das ist ein Pilz. Das heißt, ich kriege die Münzen nicht mehr jetzt. Außer ich opfer eins meiner Leben. Keine 10er-Coin für mich. Den hätte ich vielleicht stoppen können. Komm, die Coin lasse ich mir jetzt nicht lumpen. Ja, ich gehe nicht durch die Tür, aber die Coin lasse ich nicht liegen. Erstmal laufe ich aber wieder in die falsche Richtung. Ich werde meinen Monitor umdrehen für das Level, ey. Die Steuerung killt mich in dem Moment, in dem es upside down ist. Pass auf. Contenance. Ne, den muss ich holen. Damit ich die Feuerpflanze bekomme. Der nächste war nur ein Leben. So, okay, pass auf. Jetzt bin ich fast nervös geworden wegen der Steuerung. Moment, das ist ein Bait. Das ist ein Bait. Das Einzige, was helfen könnte, wäre die Tür. Oder ich muss nochmal durch die Röhre. Die Tür geht aber in... Tür geht auf jeden Fall nicht. Also die würde wahrscheinlich schon gehen, aber ich krieg's nicht hin. Ich muss... Boah. Wenn ich da jetzt wirklich von der Plattform gegangen wäre, wäre ich daran verreckt. Moment, warum ist die Coin wieder da? Warum war die Coin wieder da? Hatte ich die nicht... Hatte ich sie nicht eingesammelt? Oder gibt's sie in beiden Welten? In der einen Welt hätte ich die Turtle mitnehmen können. Die Kickschildkröte. Oh, ich glaube, ich habe es gecheckt. Das ist ja wirklich... Was bist du denn? Was bist du? Okay. Ein Rubbellos. Es geht weiter. Schöner Bone mit Knochentroken. Boah, jetzt bin ich aber fertig schon und matschig. Schöne Wohnen mit Knochentroken. Oh nein. Oh nein. Was zur Hölle? Ich muss nicht auf dem Ding surfen, oder? Ich
Ich kann sie nicht halten. Egal, was passiert, sie werden angekickt. Ich kann reinspringen. Oh lol, ich kann mich selber finishen kurzzeitig. Ja, oder ganz. Da muss ich von links runter. Also ich muss ganz... Wenn ich die Münzen haben will, muss ich ganz... Okay, ich habe es zumindest jetzt verstanden. Das steht wahrscheinlich auch immer im Tutorial. Ey, Luigi. Geh doch zu Hause. Du alte Scheiße, du. Reicht mir. Ah, das zeigt dann, wie viele Feuerbälle da sind. Okay, 3. Schön oben gemacht, Nintendo. Wer immer ein Level designt hat. Fair. Einfach mal weggekickt. Die trockenen Knochen. Nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit. Für eine 10er-Coin. War auch nicht viel Zeit. Nehmen wir mit. Alter. Das war so dumm. Es gab keinen Checkpoint, oder? Doch. Ach du Scheiße. Haha. Oh, Gott sei Dank geht das. Okay. Kurz selber gefinished. Nur um den Secret Geheimgang zu nehmen. Oh, gechoked. Das ist ja das Gute an den Leveln, dass sie eigentlich genau so designt sind, dass das klappt, was ich gerade gemacht habe. Hm, gesehen, wie viele, Coins ich gleichzeitig eingesammelt habe. Okay, jetzt habe ich nur ein Leben für den Big Boss. Aber das ist mir egal. Schnabbeliert. Bowser. Oh. Dankeschön. Attention. Komm, wir wollen wenigstens das nächste noch aufbauen. Ach du Scheiße. 6 Coins, na klar. Wir brauchen Münzen, sagt die Elde to Dead. Deswegen holen wir jetzt welche nett. Wüstenwirbelwinde. Und im World Wide Web. Badabam. Hier sind Goombas noch sehr froh. Werden einfach platt gemacht vom dicken Mario. Wer hat das gesagt? Jeder weiß Bescheid. Mario macht platt und er sammelt die Coins ohne Ende für Prinzessin Peach. Für wen sonst? Pam, pada, 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 pow. Papadibandu. Die Coin wollte ich haben, hab sie nicht bekommen. Dupendidabendu. Ah, nochmal ein Pilz gebären. So. Wir müssen einfach nochmal zurück. Und ich muss jetzt durch den Wirbel springen. Okay. Wann? Ich hab eine Idee. Trick. Oh, shit. Tricky Trick. Trick. Hallo. Hi. Jetzt ist aber mal gut. Shit.
Mann, gib mir doch nur die doofe Coin. Hass mich einfach in Ruhe. Ich gebe auf. Ja, aber das nehme ich mit. Da würde ich auch gerne mal gucken, was du da machst. Ich habe mal ein kurzes Zeitfenster. Ja, aber von hier. Lass mich in Ruhe. Was kriege ich hier raus? Ja, natürlich wieder nur Cash. Okay. Hier kann man noch irgendwas gegenkicken. Achso, lol. Die Palmen sind gar nicht echt. Boise. Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt habe ich mein Leben verloren. Okay, also ich kann mit dem Wirbelwind erstmal ein bisschen. Ja, ja, okay, klar. Aber ich habe keine Coin gekriegt. Das war nicht gut. War nicht gut. Aber wir können erstmal weiter basteln. Wir bauen ein Schloss. Hauptgebäude im ersten Obergeschoss. Weiter geht's. Wie viel brauchen wir dafür? 4 Runden. Los, es warten noch mehr Aufträge. Arbeite, Mario, arbeite. Wir machen noch Springen verboten. Alter, Springen verboten? Erreich? Moment. Halte Y gedrückt, um schnell zu laufen, aber nur im richtigen Moment. Ich darf den Boden nicht berühren. Ist jetzt der Boden Lava? Oder ist Springen verboten? Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Das heißt, ich habe einen Sprung. Ganz am Ende darf ich also einmal springen. Ich bin nicht gesprungen. Ich muss mir also... Okay. Der aber auch dann. Erstmal töte ich mich jetzt kurz. Lock! Das, was ich gerade gemacht habe, war, glaube ich, genau richtig. Und ich weiß nicht, was ich getan habe. Oh. Jo. Da ich immer noch... Shit, das eine war so gut. Interessant, aber... Halt's Maul. Eine kleine Challenge finde ich gut. Finde ich wirklich ganz nice eigentlich. Muss ich sagen. Mag die Idee. Singleplayer bis dato ist eigentlich ganz gut. Also nicht die Custom Maps, die offiziellen. So. Zoom.
Boah. Ich wurde getrickst. Ich bin jetzt absichtlich gestorben. Oh, das war. Ich versuch's nochmal. Boah, irgendwie Super Mario Maker ist wirklich anstrengend. Aber vielleicht hilft es, Kopf und Geist ein bisschen ruhiger zu werden. Also ehrlich, ich sehe Potenzial in so einem minimalistischen Geschicklichkeitsspiel, aber es macht mich trotzdem mürbe. Oh. Mann, da bamboozelt man mich. So. Da hätte ich ein Leben kriegen können, glaube ich. Das Leben kriege ich, aber was ist das Ding? Ja. Ich weiß nicht, was du machst. Die Idee war richtig. Nur nicht nah genug dran an der Coin. Hehe. War das ein Glück? Lol. Okay, verstehe. Die Coins sind noch gekommen. Ich springe einfach gar nicht. Sicher ist sicher. Oh, geschafft, ohne zu springen. Jetzt war ich aber konzentriert. Oh Mann, die Coins sind sogar rangekommen. Oh, ich bin fertig, Leute. Und die waren nicht mal custom made. Oh. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Ich bin gespannt, was ihr über die Woche hinweg geschrieben habt. Ich sehe alles, wenn von der ESL aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.